Die Seefracht wird teurer oder aber ein Transport per Seeschiff kaum noch bezahlbar. Das sind nur zwei Beispiele der Schlagzeilen, die in den letzten Monaten in den Fachzeitschriften zu lesen waren. Steigende Kraftstoffkosten, der große Lockdown in Shanghai und der weltweite Containermangel haben dazu geführt, dass der Transport eines Containers, der früher einmal 1000 Dollar gekostet hat, fast zehnfach so teuer geworden ist. Ob und wann sich diese Situation ändert, das ist ungewiss. Alternativen müssen her. Und welches Verkehrsmittel kommt da in Frage? Genau, das Flugzeug. Auch wenn es nicht annähernd die gleichen Kapazitäten aufweisen kann wie das Seeschiff, es schafft interkontinentale Verbindungen und sorgt für weltweite Vernetzung und Warenverkehr. Damit auch ihr in der Praxis mit dem Handling des Flugzeugs vertraut seid, wollen wir uns in diesem Video dem Transportdokument in der Luftfracht widmen, nämlich dem AWB, und diesmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Viel Spaß bei diesem Video. Hallo liebe Logistiker und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Ich bin Horst Götze und in diesem Video soll es um das Thema AWB gehen. Zunächst möchte ich noch ein kurzes Dankeschön an Stefanie Schäfer, der Unterstützerin dieses Videos, geben. Stefanie erteilt angehenden Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistungen gerne Unterricht in allem Wissenswerten im Bereich Spedition und Logistik. Schaut gerne mal bei Bedarf auf ihrer Homepage www.begegnungsverkehre.de vorbei. Ich bin mir sicher, dass sie sich freut. So, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video über die verschiedenen Transportdokumente. Ich verlinke es euch noch einmal, falls ihr euch das vorab anschauen wollt. Dort haben wir ihn bereits nämlich kurz angesprochen, den Airwabel, kurz AWB. Nun wollen wir ihn aber mal genauer untersuchen, seine Inhalte und Funktionen erklären und schauen, wie man ihn in der Praxis einsetzen kann. AWB ausgeschrieben, das habe ich gerade schon gesagt, bedeutet Airwabel, heißt auf Deutsch nichts anderes als Luftfrachtbrief. Air heißt Luft und Wabel heißt Frachtbrief, eine simple Übersetzung. Der AWB ist das Begleitpapier bei einem Lufttransport und wird, obwohl es ihn mittlerweile auch bereits als elektronische Version gibt, immer noch häufig als echtes Papier mitgegeben. Der AWB ist genauso wie der Frachtbrief nach HGB auch ein Absenderpapier. Das bedeutet, dass grundsätzlich der Absender die Pflicht hat, einen AWB auszustellen. In der Praxis übernimmt dies aber häufig die Airline oder ein dazwischen geschalteter IATA-Agent. Dieser verlangt für die Ausstellung dann übrigens eine Gebühr, die sogenannte AWB-Fee. Der AWB dokumentiert den Abschluss und den Inhalt eines abgeschlossenen Luftfrachtvertrags. Es ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben, den Luftfrachtvertrag schriftlich zu schließen. Auch ohne AWB wäre ein Luftfrachtvertrag rechtsgültig entstanden, wenn Absender und Frachtführer sich einig sind und übereinstimmende Willenserklärungen abgeben. Der AWB dient aber dennoch der Dokumentation und dem Fixieren aller wichtigen Inhalte für den Ablauf des Transports. Gerne würde ich mit euch nun die wichtigsten Inhalte des AWB durchsprechen. Dazu habe ich hier einen AWB eingeblendet, bei dem wir nun die relevantesten Felder besprechen. Beginnen wir mit Feld 1. Hier wird der Shipper, also der Absender, eingetragen. Es handelt sich hierbei zumeist um den direkten Vertragspartner des Frachtführers, englisch Carrier, der übrigens in Feld 2 eingetragen wird. Hier ist in der Praxis das Logo der Airline, zum Beispiel der Lufthansa, zu finden. In Feld 2 ist zudem eine wichtige Eigenschaft des AWB zu finden. Er ist not negotiable. Das bedeutet, dass der AWB nicht handelbar ist und die Ware während des Transports nicht weiterverkauft werden kann. In meinem Video über die verschiedenen Transportdokumente haben wir auch über das Connoissement bzw. Bill of Lading gesprochen. Im Gegensatz zum AWB ist dieses negotiable, also handelbar, und kann eingesetzt werden, um die Ware auf dem Transportweg zu verkaufen. Der AWB ist aber, nur weil er nicht handelbar ist, nicht weniger wertvoll. Dazu aber später mehr. In Feld 3 finden wir den Consignee, also den Empfänger der Ware, und in Feld 4 den IATA-Agenten, der in der Praxis für die Vermittlung der Luftfrachtverträge zwischen Shipper und Carrier zuständig ist. Feld 5 zeigt uns an, von welchem Flughafen der Transport startet, und Feld 6, an welchem Flughafen der Transport endet. Die Felder zwischen 5 und 6 finde ich besonders interessant, weil man hier eventuelle Zwischenlandungen und Umladungen der Sendung erkennen kann.
Wenn es sich bei einem Flug also nicht um einen Direktflug handelt, ist das in diesen Feldern abzulesen. In Feld 7, den Handling Information, hat man die Möglichkeit, besondere Anweisungen in Bezug auf die Handhabung der Ware einzutragen. Bei Transporten von Tieren beispielsweise findet man also hier Informationen über die Fütterung. Aber auch der Sicherheitsstatus der Sendung ist hier abzulesen. Wenn ihr Interesse habt, können wir auch mal ein eigenes Video zum Thema Luftfrachtsicherheit machen. Da hat sich ja einiges seit dem Anschlag von 9/11 geändert. Sagt mir gerne in den Kommentaren, ob euch das interessieren würde. In Feld Nummer 8 geht es um die zu transportierende Ware, denn hier wird die Anzahl der Packstücke eingetragen. Direkt daneben, in Feld 9, finden wir das Grossweight, also das Bruttogewicht der Sendung. In der Luftfracht nennt man dieses Gewicht übrigens auch Actual Weight, also tatsächliches Gewicht. In Feld 10 hat man die Möglichkeit, das Gewicht in Kilogramm oder Pfund anzugeben. Die Felder, die nun folgen, also 11 bis 17, findet man so auf keinem anderen Transportdokument und sie machen den AWB damit einzigartig. Hier findet nämlich die komplette Abrechnung des Lufttransportes statt. Wo bei den anderen Transporten eine separate Frachtrechnung erstellt wird, erfolgt die Abrechnung nämlich direkt auf dem AWB selbst. Über die Abrechnung gibt es auch bereits ein Video, ich verlinke es euch hier, falls ihr Interesse daran habt. Dabei fällt mir ein, wir könnten auch mal ein Video nur über die Abrechnung in der Luftfracht machen. Auch hier schreibt es mir gerne in die Kommentare, euer Wunsch ist mir Befehl. Weiter geht's. Feld 11 gibt die Ratenklasse an, mit der abgerechnet wurde. Hier steht dann ein Buchstabe, zum Beispiel ein M, ein N oder ein Q. Diese Ratenklassen sind im Takt, the Air Cargo Tariff, also im Luftfrachttarif zu finden. Auf diesen gehe ich gerne genauer ein, wenn ihr euch ein Video über die Abrechnung wünscht. In Feld 12 kann eine Warennummer eingetragen werden, wenn für die zu transportierende Fracht eine Spezialrate anzuwenden ist. Dies ist zum Beispiel bei Zeitungen oder auch bei Tieren der Fall. Feld 13, das sogenannte Chargeable Weight, gibt das frachtpflichtige Gewicht der Sendung an. Dies kann das tatsächliche Gewicht oder das Volumengewicht sein. Mit diesem Gewicht werden letztendlich die Frachtkosten berechnet. Feld 14 gibt die Rate an, mit der das frachtpflichtige Gewicht multipliziert wird. Auch diese ist im Takt zu finden. In Feld 15 steht dann schlussendlich drin, wie viel der ganze Lufttransport insgesamt kostet. Und in Feld 16 stehen Angaben über die Art der Ware, die Abmessungen und das Volumen. Die Eintragungen werden im AWB übrigens in der Praxis immer auf Englisch gemacht. Wer also gerne Englisch spricht, der ist im Bereich Luftfracht besonders gut aufgehoben. Alle Felder, die unter der Nummer 17 stehen, fassen die Abrechnung noch einmal auf einen Blick zusammen und geben auch an, ob Steuern und wenn ja, in welcher Höhe zu zahlen sind. Auch kann hier erkannt werden, ob der Absender oder der Empfänger die Fracht zahlt. Werden die Kosten unter Prepaid eingetragen, zahlt der Absender. Prepaid deckt sich also im Großen und Ganzen mit dem Begriff Freihaus, den wir aus dem LKW-Bereich kennen. Werden die Kosten unter Collect eingetragen, zahlt der Empfänger. Auch hier kennen wir einen deutschen Begriff. Na, fällt er euch ein? Genau, unfrei. Prepaid und Collect sind sozusagen die Frankaturen. Welche Frankatur gewählt wird, hängt von der im Kaufvertrag vereinbarten Incoterm-Klausel und vom Eintrag in Feld 18 des AWB ab. Hier wird angekreuzt, ob die Frankatur Prepaid oder Collect lauten soll. Und falls ihr mit dem Begriff Incoterms nichts anfangen konntet, dann schaut euch gerne das Video darüber an, was ich gemacht habe. Ich verlinke es euch wie immer rechts oben in der Ecke. So, nun wieder zurück zum AWB. Direkt neben Feld 18 ist ein für die Haftung sehr wichtiges Feld, nämlich Declared Value for Carriage, Feld Nummer 19. Ist vor Transportantritt bereits klar, dass die Haftung der Airline nicht ausreichend wird, um im Schadenfall den ganzen Warenwert zu decken, so kann man in diesem Feld den Transportwert deklarieren. Das ist beispielsweise bei Kunstwerken ganz oft der Fall. Um den Transportwert zu deklarieren, trägt man den Warenwert in das Feld ein und erzielt dadurch eine Haftungserhöhung seitens des Carriers. Im Schadenfall erhält der Shipper dann also den kompletten Warenwert zurück. Dass eine Airline das nicht umsonst macht, sollte jedem klar sein. Sie lässt sich in Form eines Wertzuschlags, auf Englisch Valuation Charge, dafür bezahlen. Wenn kein Wert deklariert werden soll, ist in Feld 19 NVD einzutragen und das steht für No Value Declared.
Als alternative Absicherungsmöglichkeit gegen finanzielle Risiken besteht auch die Möglichkeit, den Carrier aufzufordern, eine Transportversicherung abzuschließen. Dies macht man, indem man den zu versichernden Wert in Feld 20, Amount of Insurance, einträgt. Für die Versicherung ist natürlich auch hier eine Prämie zu zahlen. Ist keine Versicherung gewünscht, werden in Feld 20 die drei Buchstaben NIL eingetragen. Hier besteht keine klare Definition, was NIL genau bedeutet. Es kann für nichts, Nullwert oder No Insurance listed stehen. In Feld 21 kann ein Zollwert eingetragen werden. Das Wort Customs für Zoll wird übrigens oft mit dem Wort Customer für Kunde verwechselt. Hier also unbedingt auf die englischen Feinheiten achten. In den Feldern 22 und 23 erfolgen nun noch die Unterschriften des Shippers oder des IATA-Agenten bzw. des Carriers oder des IATA-Agenten. In der Praxis ist es meistens der IATA-Agent, der hier unterschreibt. Auch der Ort und der Tag der Ausstellung wird hier noch vermerkt. Und das waren damit auch die wichtigsten Inhalte des AWB. Alles in allem sehr ähnlich zum LKW-Frachtbrief, oder? Bis auf den Unterschied, dass auf dem AWB noch die komplette Transportabrechnung stattfindet und Felder für die Haftungserhöhung und eine Transportversicherung vorhanden sind. Der AWB wird übrigens in drei Ausfertigungen ausgestellt. Diese haben verschiedene Farben. Die erste Ausfertigung ist grün und sie ist für die Airline bzw. den Carrier bestimmt. Die zweite Ausfertigung ist rot, diese erhält der Empfänger. Die dritte Ausfertigung, das blaue Exemplar, ist das Absenderexemplar und kann auch als die wichtigste Ausfertigung angesehen werden. Das blaue Absenderexemplar enthält nämlich eine Sperrfunktion. Gibt der Absender sein blaues Exemplar aus der Hand, ist er von nachträglichen Weisungen abgesperrt und kann nicht mehr über die Sendung verfügen. Er kann somit also nichts mehr daran ändern, dass die Ware auf dem Weg zum Empfänger ist, indem er zum Beispiel den Transport umroutet, die Ware nochmal zwischenlagern lässt oder einen anderen Empfänger bestimmt. Die Sperrpapierfunktion macht den AWB übrigens akkreditivfähig, weil die Banken Sperrpapiere als Sicherheit in Akkreditivgeschäften anerkennen. Wollen wir doch mal schauen, welche Eigenschaften der AWB noch hat. Bereits gesagt haben wir, dass er ein Sperrpapier ist, zudem dient er jedoch auch als Nachweis über den Inhalt und Abschluss des Luftfrachtvertrags. Er dient als Übernahmequittung, in der die Airline bestätigt, die Ware in ihre Obhut übernommen zu haben. Er dient als Versicherungszertifikat, wenn ein Eintrag im Feld Amount of Insurance gemacht wurde. Zudem noch als Nachweis über die Haftungserhöhung des Carriers, wenn ein Eintrag im Feld Declared Value of Carriage gemacht wurde. Er dient aber auch als Abrechnungsgrundlage, weil sich die komplette Frachtberechnung auf dem AWB befindet. Und zu guter Letzt, er dient er auch als Dokument für die Zollabfertigung, weil auf dem AWB alle relevanten Daten über den Ursprung, die Bestimmung und die Art der Sendung dokumentiert sind. Alles in allem also ein tolles Stück Papier, dieser AWB. Als letztes sei noch zu sagen, dass es verschiedene Arten des AWBs gibt. Bei Direktabfertigungen wird ein Direkt-AWB eingesetzt, so wie wir ihn heute in diesem Video kennengelernt haben. Wird die Sendung als Sammelgutsendung abgewickelt, in der Praxis spricht man dann von einer Consolidation bzw. einer Console-Sendung, wird noch einmal unterschieden zwischen Haus-AWB und Master-AWB. Und auch hierzu kann ich gerne ein eigenes Video erstellen, wenn euch die Abwicklung einer Consolidation und die Ausstellung von Haus- und Master-AWB reizen. Schreibt es mir gerne wie immer in den Kommentaren. Ansonsten soll es das zum AWB fürs Erste gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die nächsten Videos vom Logistikkanal nicht verpassen möchtet und noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne und aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung erhaltet, sobald das neueste Video online geht. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.